So, grüß Gott, einen wunderschönen guten Morgen aus Köln. Wir sind heute unterwegs zum 9. Tag unserer Deutschland-Tour. Großes Thema ist jetzt natürlich und in den nächsten Tagen die versuchte Asylantenzuweisung in Berlin-Marzahn-Hellersdorf. Selbstverständlich wird die NPD als einzige inländerfreundliche Opposition, als einzige Sachwalterin der deutschen Bevölkerung auch hier in Köln Gesicht zeigen und ihre Solidarität mit dem bürgerlichen Widerstand gegen die Asylantenzuweisung in Berlin bekunden. Die NPD wird als legale, grundgesetzkonforme Partei, die auch auf dem Wahlzettel steht, selbstverständlich im Rahmen ihrer ganzen Deutschland-Tour Gesicht zeigen, Präsenz zeigen, ihre Solidarität bekunden mit den Deutschen, die sie Deutschland auch sein wollen. Und unser Hauptthema jetzt wenige Wochen vor der Bundestagswahl ist selbstverständlich die katastrophale Überfremdungs- und Zuwanderungspolitik der etablierten Parteien, die jetzt gerade in Berlin zu eskalieren droht. Hier hat die NPD ihre Aufgabe, hier wird die NPD Stellung beziehen.